Ja, meine lieben Zuschauer, und damit hallo, willkommen zur letzten Folge von Minecraft Last. Ja, Leute, und tatsächlich auch die letzte Folge auf den allerletzten Drücker, aber jetzt mal for real, weil der Server läuft ungefähr in 45 Minuten ab. Und ich dachte mir einfach noch, ich nehme jetzt einfach die letzte Folge auf. Und die letzte Folge wird was Spezielles, und zwar werden wir in der letzten Folge die Stadt komplett nochmal wegsprengen. Mit dem bisschen TNT, was ich noch habe. Ich wollte mir eigentlich irgendwie mehr besorgen, aber irgendwie ist daraus nicht so viel geworden. Hier, Leute, wir nehmen uns jetzt mal die besten Sachen mit, die ich hier so habe. So einfach nur, weil wir es können. Hier die ganzen krass Protection-Sachen, die wir uns auf den Beutezug geholt haben. Hier, bum, bum, bum. Klatschen wir uns mal alles drauf. So, ein bisschen. Wisst ihr, Leute, müsst ihr nicht sparen, weil im Endeffekt war das ja, ich muss ehrlich sagen, es gab ein paar Sachen, Leute, darüber rede ich nicht, die sind so geschehen, wie sie geschehen sind, darüber rede ich vielleicht irgendwann mal später, aber eigentlich war das hier ja eigentlich ganz cool alles, so von dem Stuff her, Leute, und ja, zack, so während ich hier mir vorbereite, kann ich euch ja mal ein bisschen mehr sagen, was Projekte angeht, so in Zukunft, so. Was ich über dieses Projekt sagen kann, ist es, glaube ich, erstmal danke, vielen, vielen, vielen Dank für Verschlafen, dass er mich hier in dieses Projekt eingeladen hat. Erstmal danke dafür. Aber zweitens auch gibt es auch den einen oder anderen negativen Aspekt. Und zwar werde ich wahrscheinlich nie wieder einfach so richtig random in so ein Projekt einfach reingehen, ohne dass ich mich nicht mit den Leuten befasse, die da beim Projekt mitmachen, da ich ja gefühlt der Einzige war, der Folgen gemacht hat und der Einzige war, der dieses Projekt auch irgendwie sehr krass ernst genommen hat, außer von noch ein paar anderen Fällen, aber ich denke mir, ihr wisst ja genau, worauf ich hinaus finde. Ich fand es halt alles ein bisschen schade, so, weil dieses Projekt hatte richtig cooles Potenzial, so von dem Ding her, und dann haben sich die ganze Zeit die Leute beschwert und über den unnötigsten Stuff und den ganzen Scheiß. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, Leute. Denn heute werden wir die Stadt nochmal, in der Stadt nochmal ordentlich aufheizen. Ich hoffe, wir haben alles mitgenommen, weil der Ort hier ist echt arschweit weg. Also richtig, richtig weit weg. Aber ich habe auch jetzt auch nicht hier. Können wir noch ein paar Heal Potions mitnehmen? Juckt der im Endeffekt sowieso keinen, so von dem her. Und 18 TNT sind ja jetzt nicht so die Welt. Aber es sind genug. Ich habe leider nicht mehr geschafft, nicht mal das Haus hier fertig zu bauen. NHW zockt hier auch nicht mehr, aber es ist alles so, wie es ist, Leute. Tier slash Spawn, lol. Alter, jetzt hat's gerade ein bisschen geruckelt, so. So, das wäre eigentlich auch sowas, was ich eigentlich gerne weghauen würde, aber ah, lol. Lol, hier haben wir einen Fehler im System. Guck mal, ich gebe hier praktisch meine Blöcke aus, aber ich krieg die Blöcke gar nicht mehr zurück. Siehst du, deswegen habe ich das auch nicht mit dem TNT versucht. So, ich suche mir jetzt mal eine möglichst sichere Stelle, dass ich hier auch mir keinen Fail in der letzten Folge erlaube. Zack. So, alright, Leute, jetzt sind wir finally da. Das werden wir wahrscheinlich nicht alles wegsprengen können. Aber Leute, was wir natürlich machen, das Haus von Flo können wir finally wegspringen. Ich wollte in der letzten Folge eigentlich gegen den Ender Dragon kämpfen. Mit vielen Leuten, aber da hat sich irgendwie keiner gemeldet und all that stuff. Aber, und alleine wäre das ein bisschen langweilig gewesen, wenn ich da alleine noch gegen den Ender Dragon kämpfe. Deswegen dachte ich mir, machen wir einfach so ein Finale, ne? Das ist ja auch eine ganz schöne Sache, ne? Gucken wir hier mal rein. Was gibt's denn hier noch? Also hier wurde sowieso relativ viel schon sowieso zerstört. Also ich sehe hier jetzt nicht mehr irgendwas, was hier jetzt großartig noch kaputt hätten machen können. Außer wenn wir hier jetzt nochmal hochgehen. Weil Leute, ich meine, wir können uns ja auch einfach hier hochbauen. So, weißt du, so ist es ja nicht. Es ist ja sowieso alles rum. Hier, bam, Alter. Weg mit der Scheiße. Hier. Oh, ouch. Das war's auch wieder komplett. So. Hier weg, komplett, alles, kannst du alles anzünden, ist geritzt wie gegessen, juckt ja nicht. Und Wumms, hier auch, hier und alles weg, Leute. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen was gesprengt, so, ne? Weil jetzt können wir uns auf das, einer meiner Main-Ziele stoßen, und zwar werde ich nicht rausgehen, ohne dass ich Flo sein Haus final endlich weggesprengt habe.
habe, obwohl ich es wieder aufgebaut habe, wird es hier noch eine Rache geben. Und zwar wird dieses Haus endgültig pulverisiert. Nicht komplett, weil ich mir noch für eine ganz bestimmte Person spare ich mir noch mein letztes TNT auf. Aber, oh, da vorne ist ein Haus. Das hier lohnt sich eigentlich auch so null, hier noch irgendwas zu machen, gefühlt. Weil hier, das ist ja alles hier, ist aus, wie heißt es, aus Cobblestone gebaut, so, you know. Und ich richte hier sowieso halt keinen gigantischen Schaden an, außer hier, warte mal. Oh, ich kann gar nicht blocken, fällt mir auf. Wumms. Okay, die kleine Hütte ist jetzt erstmal weg, so. Fünf, ich glaube, ich hau jetzt 3 TNT in Flo sein Haus rein und den restlichen TNT, die hau ich irgendwo anders rein. Das werdet ihr gleich sehen. Hier eins, ne. Wir wollen ja hier mal, ne, zack, wie beim ersten Mal, hauen wir die Scheiße hier weg, Alter. So wie sich das gehört, Mann. Und, ja, irgendwie war das jetzt hier nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Komm, hier, eins noch. Dann geht die Scheiße hier endlich mal raus. So. Leute. Oh shit. Ich will hier, dass mir hier keiner irgendwas erzählt. Komm, hier schlürfen wir den Trank auch nochmal. Als Angedenken der letzten Folge. Schlürfen wir jetzt mal noch den letzten Trank weg. Und zwar gehen wir jetzt das Haus von Eichi suchen. So. Dieses Haus hat einen sehr besonderen Wert für mich, dass ich das endlich weghauen kann. Es war eigentlich schon in Folge eines Kreuzzugs, war eigentlich geplant, dass wir das Haus von Eichi überfallen. Aber der hat er komischerweise schon aufgehört hier zu spielen. Deswegen konnte ich das Haus leider nicht dazu gekommen, das Haus zu sprengen, oder es hätte gar keinen Sinn mehr ergeben, das Haus, also seine Festung zu sprengen. Das Ding ist halt, die ist hier irgendwie ein bisschen schwierig versteckt eigentlich. So, habe ich eigentlich Rechte, wenn ich gerade so gucke? Zack. Nope, habe ich nicht. Warum auch? So. Ist hier irgend... Lol, da hinten ist ein Krepp. Hallo? Servus, grüß dich. Hallo? Guck mal. Ich beherrsche sogar... Autsch. Ich beherrsche gar nichts. So, warte mal. Ich will jetzt endlich mal das Haus finden. Am Ende suchen wir hier jetzt wieder 10.000 Jahre rum und wir finden das Haus einfach nicht. Keine Ahnung. Falls ja, mache ich jetzt mal irgendwie so einen Cut oder so rein. Oder wir finden das Haus jetzt auf wundersame Weise, was ich jetzt nicht glaube, wenn ich ehrlich bin. Alter, ich bin so eine Block-Safe-Emoji-Legend. Alter, der hat jetzt ein bisschen weh getan, so. Der dumpt gerade. Und zack. Generell, Leute, war es mal interessant zu sehen, die letzte Zeit so, um zu gucken, wie ihr diesen ganzen Projekt-Stuff und so feiert. War alles mal ganz interessant zu sehen, euer Feedback. War eigentlich ganz schön gut, wenn ich darüber nachdenke. Lol. MLG. Wenn ich ehrlich darüber nachdenke, dass ich meine Abstimmung gemacht hatte, wo das Video hatte irgendwie 100 Klicks und da hatten irgendwie 95% dafür gestimmt, dass sie gerne mal wieder Minecraft-Projekte haben wollen, und irgendwie haben dann nur die Hälfte von denen, die an dem Tag dann praktisch abgestimmt haben, wirklich meine Videos geguckt. Fand ich natürlich dann ein bisschen schade, Leute. Deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, aber ich werde wahrscheinlich erst irgendwann anders mal wieder in irgendein Projekt reingehen, wo ich halt weiß, dass die Leute, die da mitmachen, die nötige, wie soll ich das sagen, Reife? Nee, Reife ist das falsche Wort. Den nötigen Ernst für so ein Projekt besitzen. So, weil, keine Ahnung, so for real, Leute, wenn irgendjemand von euch zuschauen, so jemanden aus dem Projekt, so vom Namen her kennt, jetzt außer natürlich Fluffix und Meistergamer oder sowas, dann schreibt mal in die Kommentare, wen ihr wirklich kennt und bei wem ihr außer mir, also wenn ihr von mir kommt, so, und Minecraft Last geguckt habt, bei wem ihr noch die Folgen geschaut habt. Also ich denke, bei niemandem, so, deswegen, aber hier ist die Festung schon, leicht umgehbar, so, also uneinnehmbar ist sie nicht, so, habe ich mir auch schon gedacht. Zack, zack, zack. Oha. Oha, jetzt pass mal auf. Zack. Und wir jumpen hier rein. Lol. Okay. So.
zack, 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 zack. Okay, Alter, meine Frames gehen hier direkt runter. Der Hack. Also hier läuft irgendwie nicht so. Guck mal, Leute, ich habe hier extra in meinem Texture Pack so ein Add-on, dass der Kaktus, so wie heißt es, ein bisschen, dass der Kaktus rund ist. Ja. Runter. Okay, da ist Wasser, aber ich will da gar nicht so dringend hin. Hätten die noch TNT eigentlich? Also wenn ja, dann schicken wir die mit ihren eigenen Waffen in die... oha, also lol. Hä, ich dachte, die hätten eigentlich richtig krasse Rüstung, also OP-Rüstung. Okay, also irgendwie... OP-Stuff, da ist auch nichts mehr. Also irgendwie wurden die hier... Also anscheinend wurden die hier irgendwie komplett gelootet. Kann das sein, dass die gar nicht mehr so viel hatten, wie die mal... Also so viel haben, wie die mal hatten? Also Mülleimer, lol. Kann man hier... Ja, irgendwie zieht es nicht so. Irgendwie hatten die mal mehr, kann es sein? So, gehen wir hier mal runter. An Ressourcen haben die gar nicht mehr so viel, lol. Ah, okay, Shift. So. Hoch. Achso, ja. Interessante Information. Aber gibt es hier irgendwas Besonderes? Okay, hier kann man dann wahrscheinlich auf Level 30 verzaubern. Hier kommt man dann im Garten wieder raus. Aber gibt's hier sonst noch irgendwas Cooles? Also ich dachte, die... Achso, XP-Farm von Zombie... Lol, also... Ich habe euch das hier mal alles in dem Video vorher gezeigt. So. Zombie-XP-Farm. Ja, lol. Alles hier ein bisschen dunkel, liegt aber wahrscheinlich in meinem Shader. Ist aber jetzt eigentlich relativ... uninteressant für mich, wenn ich ehrlich bin. So. Gehen wir mal nach oben. Ich habe ehrlich gesagt so... ein bisschen gehofft, dass die noch TNT hätten und ich im Prinzip mit ihrem gesperrte Zone, alles klar. Nicht für mich, Leute, nicht für mich. TNT, baller die Scheiße auf! Oh lol. Oh lol. Achso, haben die hier gefarmt? Also wenn die hier gefarmt haben, dann ist ja lame, dann ist ja langweilig. Dann ist ja, wenn ich hier gefarmt haben, dann ist ja langweilig. Aber ich dachte, hier würde noch irgendwie, okay. Die haben hier anscheinend gefarmt, okay, schade. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Geheimgang zu irgendwas coolen. Aber ist es leider Gottes nicht. Wir sind schon bei 13 Minuten, Leute, egal. Das ist ja sowieso die Abschlussfolge, Leute. Die kann sowieso ein bisschen länger sein, ne? Wenn ihr euch sowieso Minecraft Last anschaut, dann denke ich, dass ihr sowieso ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Oder nicht? Hoffe ich für euch, Arschlöcher. So, warte mal. Ich suche aber immer noch nach dem Main-Eingang hier praktisch. Oh, jetzt pass mal auf. Patz. Ich habe eigentlich Sharpness 4. Dass der nicht sofort stirbt, das wundert mich ein bisschen. So. Okay. Alles klar. Jetzt bekämpfen die sich da. Geht's hier eigentlich irgendwo rein? Ja, das war's auch wieder komplett, Mann. So. Ja, hier ist einfach der ganze Shit hier drin. Aber okay. Jetzt auch nicht das, wonach ich suche. Essen ist mir relativ, wenn ich ehrlich bin, ist mir das Essen sehr... Ah, lol. Okay. Anscheinend wurden die nur was Mob-Drops und sonstiges angeht, wurden die nur hier gelootet, aber von dem, die haben richtig viel Stuff gehabt, Leute. Ja, richtig viel. So, hier kommt, zack, 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 hau die Scheiße endlich weg, Bruder. So, boah, also das war jetzt gerade ein Riesenruckler. Da liegen jetzt natürlich die Sachen mal in der Gegend rum. Das ist, boah, Alter. Digga, die viel Stuff, ne? Junge. Alter Schwede, Bruder. Verschwinden wir mal von hier. So. Wir haben noch ein goldenes TNT, Leute. Ein goldenes TNT. Das ist der goldene Schluck. Der goldene Schluck, Leute. Das sage ich euch. Boah, die Aussicht mit dem Shader ist auch unnormal geil. Also, boah. Bruder. So, was haben die hier noch so? Also, irgendwie... Oh Gott, ouch. Irgendwie haben die hier nicht... so viel, wie ich mir erhofft habe, so. Keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas, ein Knopf oder so? Nope.
Boah. Also das, Alter, aber das hier ist cool. Guck mal. Die haben hier praktisch im Wasser gebaut und dann haben die hier noch so ein. Es sieht auch nur wegen meinem Shader hier gefühlt irgendwie richtig geil aus, keine Ahnung. So. Gehen wir mal hier ein bisschen nach oben. Schauen wir uns hier mal alles an. Boah, ey, das ist ja mal mega nice, lol. Okay. Okay, das ist echt. Das ist ja echt cool hier, ne? Das ist da. Ich frage mich nur, wo wir das goldene TNT mal placen. Hier eigentlich direkt wäre auch ganz cool, wenn ich gerade so überlege. Aber. Können wir hier? Hier, wir haben in meiner Base auf einem Feld begonnen. Und dann beenden wir es auch auf einem Feld. So, Leute. Das war's von Minecraft Last. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einer Bewertung. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr solche Projekte haben wollt. Und ja, haut rein, macht's gut. Und der Rest ist Geschichte.